Herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Produkttest bei mir im Kanal. Und ich teste ja super gerne Sachen, die ich qualitativ gut finde und auch denke, dass die einfach gut zu mir passen und gut funktionieren auf Reisen. Und nachdem ich jetzt mir ja mein Fahrrad gekauft habe, mein Velo, das ist ein kleines E-Bike, könnt ihr schon mal die zwei Videos davor anschauen. Da erkläre ich die, ist ein Unboxing drin und eine kleine Erklärung, was ich damit vorhabe. Aber damit geht es so ein bisschen auf Reisen. Zwischen 3 bis 6 Wochen möchte ich da unterwegs sein. Und los geht's einfach mal. Ich habe mich gedacht, naja, du brauchst ja Fahrradtaschen. Die müssen hinten dran, weil sonst habe ich ja nicht viel Gepäckträger. Und habe dann im Internet nachgeschaut, was gibt es alles. Meistens habe ich welche gefunden, die waren so bis 20 Liter groß. Und bei meiner Recherche bin ich dann auf einmal auf Deuter gekommen und habe dann gesehen, ui, Deuter hat sogar Fahrradtaschen. Und die sind auch relativ neu, 2-3 Jahre, glaube ich. Dann habe ich gedacht, ja, von den Rucksäcken bin ich so begeistert. Könnt ihr auch die anderen Videos hier sehen. Ich verlinke die nachher mal alles in den Shownotes. Und habe dankenswerterweise auch diese Radtaschen zugeschickt bekommen von Deuter. Das sind diese hier. Und noch so eine kleine, Phoneback 0,7 Liter. Habe ich aber keine Ahnung, wie das aussieht. Und zwar kann man da sein Handy reinmachen und dann hier vorne dran. Aber das schauen wir uns einfach nachher mal an. Kenne ich selber auch noch nicht. So, ich habe diese zwei Taschen bekommen. Und zwar sind das die Railbridge, muss ich selber nochmal lesen, 20 plus 5, also 25 Liter. Und das sind meiner Meinung nach, was ich gesehen habe, somit das Größte, was es gibt. Ich habe sie in zwei Farben bekommen. Das Schöne ist, dann könnt ihr ja schon mal sehen, wie die aussehen, die Farben. Das ist einmal so Sand und das ist das Blau. Es gibt es, glaube ich, noch in Schwarz und in Rot. Einfach mal auf der Webseite bei Deuter anschauen. Und ja, wie gesagt, 25 Liter. Und das Beste an der Sache ist, in dieser Tasche ist eine Laptop-Fachtasche integriert. Ich glaube, da steht irgendwie bis 13 Zoll. Ich habe ein 16 Zoll MacBook Pro mit meiner Hülle. Und ich meine, die passt auch gerade so rein. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Ich habe jetzt vor, am Wochenende so ein kleines Bikepacking-Tour zu machen. Und bin 3 oder 4 Nächte unterwegs. Ja, da packe ich natürlich auch noch einen Schlafsack und ein Zelt, ein Kissen mit ein. Allerdings nicht in diese Taschen. Denn diese Taschen habe ich mir geholt dafür, dass ich halt so 3 bis 6 Wochen unterwegs bin. Und ich habe keine Outdoor-Klamotten, das heißt irgendwie ultra-light oder irgendwas. Normale T-Shirts, Jeanshose. Ich habe eine Regenjacke dabei, eine Regenhose habe ich mir bestellt, hatte ich bis heute noch nicht. Die ist noch unterwegs, die kann ich euch nicht zeigen, aber ich hoffe mal, dass sie mit reingehen. Dann habe ich noch so halt mein Kram für den Computer, Kamerasachen, Ladekabel, elektrische Zahnbürste, das Ladegerät. Und dann habe ich hier nochmal etwas jetzt fürs Wochenende, was ich mitnehmen werde, ein Kocher, Kaffee, Teller und Propangas. Also wie gesagt, das soll alles rein in diese zwei kleinen Taschen. Ich bin gespannt, ob das klappt. Ich habe jetzt nochmal so, halt wie gesagt, vollgepackt. Ich habe, jetzt muss ich überlegen, 5 Unterhosen, 5 kleine Strümpfe drin, eine Badehose, dann 5 T-Shirts, ein Schlafanzug praktisch, Pyjama, langärmlich und lange Hose. Und jetzt muss ich erst mal überlegen, ein Handtuch habe ich noch hier und eine Fließjacke, die Regenjacke und ja, achso, was ganz wichtig ist, noch Flipflops und mein Kulturbeutel auch komplett gefüllt. So, dann legen wir einfach mal los, sage ich mal, fangen wir einfach mit der blauen mal an und hier hinten ist nochmal eine schöne Erklärung drauf. Vielleicht auch, bevor sie gepackt ist, mal durchlesen. Und zwar muss man ja auch die, das Einstellen hier hinten. Zeig's gerade mal. Und zwar hier kann ich das drehen. Das finde ich auch sehr gut, dass man es drehen kann einfach und keinen Schraubenschlüssel oder Imbus braucht. Also man kann das hier festdrehen an die Stelle, wo es hin muss.
Und finde ich sehr praktisch. Kein Imbus, einfach drehen, festmachen. Das finde ich also eine gute Sache. Und hier kann ich das aufziehen, dann öffnet sich das. Das sieht man nachher auch beim Fahrrad zum Einhängen. Und hier drinnen sind nochmal so Gummis, die gibt es auch noch drinnen, verschiedene Stärken, meine ich. Falls man unterschiedliche Rohrdicke am Gepäckträger hat, kann man das einstellen. Das muss ich nochmal machen, das habe ich noch nicht nachgeschaut. So, das sind hier diese verschiedenen, Gummis, die man da einlegen kann. Die lege ich mal zur Seite. Ja, wie gesagt, hier ist der Zettel. Railbridge 25 heißt er. Halt's mal so rein. Zack, Railbridge 25. Dann legen wir mal los. Also, das ist die Tasche. So sieht es ja schon relativ groß aus. Und wenn man jetzt hier reinguckt, weiß nicht, ob man so genau sieht. Und zwar hier gibt es so ein kleines Fach, da kann man Sachen reinmachen, ist mit dem Reißverschluss gesichert. Und hier hinter ist die Laptop-Tasche. Und die ist ein bisschen, geschützt. Mit so ein bisschen festerem Material dahinter. Wahrscheinlich, dass das nicht irgendwie das Display oder irgendwie kaputt geht, sondern der Laptop oder das Tablet einfach geschützt ist. Finde ich sehr gut. Ja, womit fange ich eigentlich mal an? Fangen wir mit dem Laptop an. Der liegt hier. Und wie ihr seht, also das ist mein MacBook. Gesichert in der Tasche. So, und so würde ich das auch gerne mitnehmen. Aber so, da sieht man es. Und dann kann ich das jetzt hier so reinstecken. Ich hoffe, dass es reinpasst. Ich denke mir, dass Deuter weniger oder eine kleinere Größe angibt als 16 Zoll, weil 16 Zoll ist schon riesig. Und man sieht es jetzt auch hier. Also es würde noch 5 cm runtergehen, wenn unten einfach dieser Sack breiter wäre. Vielleicht macht das der Deuter einfach unten nicht so, sondern so und so. Dann wird er wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer reinpassen. Aber es nimmt nicht jeder so einen großen oder hat nicht jeder so einen großen Laptop mit. Okay, also er ist jetzt schon mal so drinne und ich könnte ihn so zumachen und so zu. Also, das erste hat funktioniert. Was habe ich noch? Dann fangen wir einfach mal an zum Reinlegen. Hier habe ich jetzt drinne. Das ist mein Pyjama. 5 T-Shirts und eine komplette Jeanshose. Das heißt, die ist ja relativ dick. Und ich tue das immer so in Jutebeutel rein. A, können die, wenn es ein bisschen feucht ist, kann es austrocknen und und man hat so ein bisschen sortiert und ordentlich. So, legt es mal so rein und wie man sieht, ist da noch ganz schön viel Platz. Haben wir noch einen Jütebeutel, da können wir jetzt das Vlies und das Handtuch mal reinlegen. Ich packe auch einfach mal noch die Badehose dazu. Das nehme ich mit weg. Das soll, was ich ganz vergessen habe. Das hier lege ich eigentlich immer ganz unten hin. Packen wir mal hier schnell raus. Meine Flipflops, die kann man nämlich dann unten schön reinlegen. Da ist ja dieser Platz von diesen 5 cm. Nutzt man das gut aus. Jetzt kommt das hier. Und achso, hier habe ich, wie gesagt, 5 Unterhosen und 5 Strümpfe drin. Die kann ich auch mal ganz unten hinlegen noch. Das den Platz schön ausfüllen. Hier ist nämlich noch richtig viel Platz. So, jetzt kommt die Fließjacke noch rein. Mit dem Handtuch. Zack, einmal so. Und wie ihr seht, da ist noch richtig viel Masse Platz. Jetzt kann ich hier noch, hier tue ich meine Schmutzwäsche immer rein, das mal so reinlegen und da ist eigentlich noch
Platz drin. Also ich könnte echt noch was reinmachen. Die sind ja auch wasserdicht. Hier, man sieht, die Luft geht nicht raus. Diese Beutel, das ist auch ganz wichtig, ne, dass nichts nass wird, wenn man mal in den Regen kommt mit dem Fahrrad. Man macht die so wie so ein Seesack zu. Macht es hier oben einmal zu. Zack. Und da ist es schon fertig. Man hat auch noch diesen Schultergurt hier. Das heißt, wenn ich mein Fahrrad einklappe und in einer Hand trage, in den Zug rein, kann ich einen Sack mir so umhängen und den anderen kann ich noch tragen. Ja? Und ich denke mir mal, dass das funktioniert. Helm werde ich einfach auflassen, da sitzt der gut, brauche ich nicht tragen. Und wie gesagt, hier, das tue ich jetzt einfach mal dran. Das ist, wie gesagt, der Halter. Und hier oben rastet das jetzt ein in den Gepäckträger. So, hier sind ja diese Stangen, ne, zum Halten von dem. Das hänge ich einfach ein und hänge es einfach einmal ein. Ja, ist schon ganz schön schwer jetzt auf der Seite. Das Wichtige ist auch, dass man es ganz nach hinten macht, jetzt bei dem Fahrer, dass wenn ich hier hinten hinkomme und dann hier nicht dran haue. Ne? So, wahrscheinlich werde ich halt nur das hier, den Haken irgendwie abmachen oder hier oben dran machen. Das weiß ich noch nicht. Irgendwas muss ich ja auch noch rausfinden während der Fahrt. Ja, dann habe ich jetzt noch den zweiten. Den zweiten Weybridge 20 plus 5. Ne, 25 plus 5 heißt sogar, hier steht es drauf. 25 plus 5, das heißt also 30 Liter kann ich maximal rein. Das ist richtig, richtig viel. Also ich habe keinen größeren gefunden. Ja, na, in den anderen hätte ich auch noch den Kulturbeutel reinmachen können, aber irgendwie ist ja der scheinbar ganz leer. Können wir dann hier reinmachen. So. Achso, hier gibt es auch noch, sehe ich gerade. Man kann das auch noch irgendwie so machen und hier zu machen. Gibt also verschiedene Clips. Hier ist genau dasselbe, also die sind baugleich, nur die Farbe anders. Und hier ist auch nochmal diese Tüte drin mit den Gummis. Ja, wie ihr seht, es ist hier eigentlich relativ viel Platz. Das ist meine Luftmatratze, die nehme ich jetzt einfach mal mit rein. Dann meine Regenjacke oder erstmal mein Kissen. Vielleicht die Regenjacke ist eigentlich ganz gescheit, wenn man das vorne hin macht. Ja, und dann habe ich hier die für was ist die DJI Mini Pocket, dann Mikrofone. Ach, hier habe ich noch eine elektrische Luftpumpe, habe ich mir irgendwo mal gekauft, relativ günstig. Ein China-Produkt wird das sein, nehmen wir auch mal mit rein. Meine Verlängerungskabel, mein Becher, mein Kocher für den Kaffee. Teller, Messer, Löffel, ja, Kaffee, mein Brenner, ist jetzt irgendwie alles so ein bisschen kunterbunt durcheinander geschmissen. So, das wäre jetzt für meine elektrische Zahnbürste noch der Ladegerät, das Ladegerät für die Akkus. Hier habe ich noch zwei kleine Festplatten für Videos, die ich mache und Bilder. Kann man zeigen, das sind so SSD. Die sind super süß klein. Ich werde auch mal einen Link reinmachen, wer das interessiert, unten in die Shownotes. Also einfach mal in die Beschreibung reinschauen. Und ja, noch eine Propangas. Der Kaffee soll ja auch warm werden. Und das war's schon. Ach so, und jetzt habe ich noch hier meinen Kulturbeutel vergessen. Also es ist jetzt alles nicht gerade sehr ordentlich drin. Kann man bestimmt noch ein bisschen ordentlicher machen. So, mach das einfach mal zu. Ja, hier kann man das auch so zumachen. Zack. Zack. Diesmal tun wir das mal hier oben hin. Also ihr seht, da ist auch noch richtig Platz drin. Hätte ich ehrlicherweise, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das alles so reinpasst. Hänge das ja auch wieder ein. Gut. So, jetzt habe ich das zweimal drinne. Ich kann es gerade mal hinfahren.
ist ganz schön schwer geworden. Aber ist halt auch Gepäck. Ne? Und auch jetzt nicht so wenig gerade. Also so sieht's aus. Weiß nicht, ob man es sieht auf dem Video. Das sind die Taschen, die Farben. So sieht's aus. Und jetzt hatte ich ja noch gesagt, ich habe dieses Tonbag. Keine Ahnung, wie das aussieht, aber ich dachte, für vorne drauf ist es bestimmt nicht schlecht. Wie sieht denn das hier aus? Ah ja, okay. So. Also, man kann, ich mache das hier so auf. Ah, hier ist noch ein Wasserabwasser. Hier kann man jetzt zum Beispiel auch noch Sachen reinmachen, also die Powerbank oder sowas, dass man es anschließen kann. Hier hat man noch so ein, hier kommt das Handy rein. Dass man das auch auf der Fahrt sieht, ist natürlich praktisch. Bin ich mal gespannt, ob ein iPhone 15 reinpasst. Nee, passt nicht. Das ist natürlich blöd. Mal aus der Hülle rausnehmen, ob es dann reinpasst. Ja, da passt es rein. Okay, da muss ich es halt dann aus der Hülle rausnehmen. Machen wir die hier rein. Ja, zack. Okay, Powerbank könnte da jetzt noch rein. Dann kann man das hier zumachen. Das funktioniert auch. Also ihr seht, ich kann es bedienen. Mal aufmachen. Fotos. Also man kann es bedienen auch hier oben drauf. Das ist schon mal sehr gut. Und ja, mach das jetzt mal hier zu. Und angebracht wird das eigentlich ganz einfach hier vorne. Machen wir wieder das Fahrrad mit hier um. Dass man sieht. So. Und zwar macht man hier einfach das mit Klett gelöst. Klett auf. Ach, das kann man hier noch ziehen. So. Einmal. Zweimal. Und hier vorne auch einmal an die vordere Stange. Und schon sitzt es fest. Ja, da liegt es eigentlich so ganz gut drin. Das heißt, man kann, sag ich mal, wenn man Google Maps oder sowas benutzen würde, kann man danach fahren. Man kann, also hier kann ich zum Beispiel auch den Motor steuern, habe aber auch so eine Fernbedienung dran. Da ist es nicht ganz so nötig. Aber zumindest für Google Maps ist das natürlich eine tolle Sache, dass ich es vorne reinlegen kann. Brauche ich nicht irgendwie so komisch mit der Hand fahren. Ist eine gute Sache. Ja. Also das waren jetzt diese drei Sachen. Dieser Phone-Bag, 0,7 Liter heißt der, Größe. Und zweimal diese Waybridge 25 plus 5. Und das ist wirklich, 25 plus 5 sind ja 30 Liter, sind ja 60 Liter. Beide ist wahnsinnig viel eigentlich für eine für Fahrradtour. Aber man kann das alles drauf machen. So, und jetzt habe ich ja gesagt, ich will ja am Wochenende so ein bisschen Bikepacking machen. Und dafür habe ich mein MSR, Hupa Hupa, dabei. Hat mir schon gute Dienste in Afrika geliefert. Und einen schönen Schlafsack, übrigens auch von Deuter. Den kann ich auch nur empfehlen. Das ist nämlich, den habe ich mir mal gekauft, weil ich keinen Down wollte. A, wegen den Tieren. Und B, wenn ein Down-Schlafsack nass wird, ja, dann ist er nass und dann wärmt er nicht mehr. Und ich habe ihn halt auch in Afrika mitgehabt und da ist mir das öfters mal passiert, dass der nass wurde. Und der geht bis Komfort 2 Grad. Ich hatte mal so bei minus 1 Grad mitgeschlafen. Dann ist es schon ziemlich kalt, muss ich sagen. Aber der ist schön klein, ist praktisch ja dann Synthetik und ist eigentlich super. Und ich habe noch von einer Reise von Segeltörn von den Seychellen so einen Wassersack einfach nur. Den habe ich seit Jahren liegen. Man sieht, der ist auch noch neu. Und da kommt das ganz einfach rein. Für die drei Tage.
Einmal schwupp. Falls es regnet, ist das nicht schlimm. Ja, kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Einfach zumachen. So, und jetzt nehme ich den und lege den hier hinten drauf. Einmal so, mach mit so einem Gummi-Expander, die habe ich hier immer dabei, den fest. Ja, und dann ist es fertig. Das Wochenende kann kommen. Ich bin gespannt, wie es wird, ob es zu schwer wird, ob es das Fahrrad schafft. Aber im Endeffekt geht es ja erstmal um die Taschen. Die Taschen tun das, was sie machen sollen, und zwar alles mitnehmen. Und ja, jetzt lasst uns loslegen. Sei dabei, gibt wahrscheinlich auch ein kleines Video von dem Wochenende. Und wer noch nicht den Daumen oben gelassen hat jetzt, ist die Zeit dafür. Und am besten noch den Kanal abonnieren, dann bekommst du nämlich die neuesten Produkttests, die es immer mal wieder gibt, mit oder halt auch meine Reisen. Ich würde mich freuen, wenn dir das Video gefallen hat. Wie gesagt, Daumen hoch, Abo drücken und ja, schau einfach mal die anderen Videos an. Würde mich freuen, dich beim nächsten Mal wieder zu sehen. Also, ich wünsche dir was, schönen Tag und bis nächst. Jetzt komme ich mal zu meinem Fazit. Ich war das letzte Wochenende unterwegs nach Bayern und habe das erste Mal eine Bikepacking-Tour gemacht mit Zelt, Schlafsack und diesen zwei Deutertaschen. Ich hatte auch das Glück, dass es regnete. Somit hatte ich das Glück, dass ich auch testen konnte, ob sie wasserdicht blieben. Also mein Laptop war drin. Ich habe einen Tag vorher noch einen Lehrvortrag gemacht und war alles trocken, super, hat alles gut funktioniert. Mit 25 Liter plus 5, was die Railbridge haben hier von Deuter, das ist extrem viel. Das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Also für mein kleines Velo-Fahrrad, ich glaube, dass ich schon bald zu schwer beladen bin. Also ich bin zwar nicht drüber gekommen über diese Kilos, die es tragen kann, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es dann einfach zu schwer, auch so in die Züge rein und raus. Daher sind, sage ich mal, die 25 Liter wirklich plus 5 wirklich, wirklich groß. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass so viele reinpassen oder so viel reinpasst. Ich habe früher mal welche gehabt von dem mit dem großen O, also Ortlieb-Taschen, und die waren unten so schmal zulaufig. Das heißt, da hätte ich meinen Laptop nicht reinbekommen. Und das war auch der Grund, warum ich mich jetzt hier für die Deuter entschieden habe. Ich finde die Farben auch unheimlich schön. Praktisch fand ich jetzt auch mit den zwei Farben, da wusste ich immer, ja, wo was drin war. Brauchte ich gar nicht überlegen, ob links oder rechts. Und alles in allem, sie sind richtig groß. Sie sind gut zu tragen, wenn man es zumacht. Das fand ich sehr gut. Man kann sie wirklich super tragen und man sieht auch, sie bleiben gerade hängen und verziehen sich nicht irgendwie so, oder weil das dann schief ist. Das fand ich gut. Man kann sie super zumachen. Ich lege dann immer noch hier das so mit rein, dieses den Schultergurt, dass der mit praktisch dann nicht rumhängt irgendwo am Fahrrad und draußen rumhängt. Das hat alles super geklappt. Also ich war echt sehr zufrieden mit den Taschen. Und kann sie eigentlich auch empfehlen. Und es ist halt auch mal was anderes zu den anderen Taschen, die es immer gibt. Also ich fand, schön sahen sie aus. Habe auch immer das Feedback gekriegt von den Leuten auf dem Treffen, wo ich war, dass die sagen, oh, die sind aber hübsch. Ja, das war jetzt so mein Fazit zu der Größe. Und wer Fahrradtaschen sucht, kann die sich ja auch mal anschauen. Es ist eine Alternative. Also, ich hoffe, euch hat das Video jetzt auch mit dem Fazit noch gefallen. Falls ihr nicht vorhin schon geliked und abonniert habt, tut es jetzt gerne. Würde mich wirklich freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal.